Yo, meine lieben Royce, wir sind wieder hier in der nächsten Folge. Wir spannen hier mal wieder rum. Die letzte Folge ging ja leider hier zu Ende. Wir schauen uns noch weiter um, so ein kleines Stückchen. Was hier noch ist, ob wir noch irgendwas scannen können. Aber ich vermute jetzt gerade mal weniger, weil wir haben hier schon alles so gut abgescannt. An dieser Stelle. Wir selber sind infiziert. Hier noch ein schönes Beet und da kann man sogar noch einsammeln. Ich glaube, das Zeug kann man sogar essen. Ich hoffe, das können wir sogar essen, weil dann haben wir schon mal Nahrungsprobleme, nicht mehr so krank wie vorher. So, gucken wir, dass wir da noch hochkommen. Ah, so ganz wie ich das will. Hochglitschen funktioniert leider nicht. Schade. Aber ein Hochweg existiert auf jeden Fall. Das weiß ich noch von früheren Let's Plays. Was jetzt nicht ich gemacht habe, sondern Keystore, aber ich weiß es halt, dass sie irgendwie hochgang. Nett, dann cheaten wir uns ja ein bisschen hoch. Ja, eigentlich wollte ich bloß Diamanten holen, aber ja. Hat sich jetzt ein bisschen verabschiedet jetzt mit Diamanten. Oh, Pilze. Blaue Pilze gibt's hier auch. Heute ist Pilztag, oder? Tag der Pilze. Wäre schon cool, hier oben so eine Basis zu haben. Aber ganz schön viele Pflanzen. Boah, das wäre doch auch cool, oder? Für unter Wasser. Observationsraum. So, noch ein PDA. Den Stuhl nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich würde sagen, wir haben hier alles durchgescannt, soweit. Gehen wir noch einmal darüber und schon auf den Berg. Und dann hoffen wir mal, dass es noch morgen ist, dass wir dann runter ins Wasser können. Dass wir ein bisschen mehr sehen und ich bin mir nicht sicher, ob wir 200 Meter tauchen können. Ich behoffe es halt einfach mal. Heißt, in den nächsten Let's Plays wird unsere Basis gebaut. Ich werde auch ein bisschen offline wahrscheinlich dann bauen, weil, obwohl kann ich auch noch aufnehmen, komm. Ich gebe mal einen Ruck. So, den brauche ich nicht mehr. Das ist auch alles soweit. Bitte, ein bisschen was zum Saufen, das ist perfekt. Hallo, danke. Ah, stimmt, ich bin voll. Jetzt weiß ich auch wieso. Lassen wir mal ein bisschen Titan fallen. Das lassen wir auch ein bisschen was fallen. Ah, komm, lass mal alles Titan fallen. Das können wir uns nochmal farmen, wenn wir es unbedingt brauchen. Was ist jetzt los? Das Titan rollt uns weg. Nochmal so eine kleine Farming-Plattform. So, ich würde mal sagen, wir sind voll. Wir nehmen jetzt nichts mehr mit. Abmarsch nach unten. Ja.
Den vorsichtigen Weg will ich natürlich nach unten gehen, aber irgendwie will es mich nicht lassen. Ja, okay, gut. Wir haben es irgendwie überlebt. Zum heiligen Schein. Also das Rennen haben sie sehr anstrengend gemacht für den Finger. Muss man schon sagen. Also muss das richtig durchpressen, dass das so bleibt. Wo ist jetzt meine Mutti hin? Nein! Mutti! Tu mir das nicht an! Tu mir das nicht an! Boah! Mutti! Mutti ist fast RIP gewesen! Fast für unsere arme kleine Mutti gestorben, Leute. Was ist denn das? Leuchtende Bälle? Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Okay, hier sollen wir es auf jeden Fall finden, angeblich. Rubin? Ja, okay. Wieso nicht? Können wir mitnehmen. Was bist du? Bist du einfach nur großes Quarz oder? Oh, oh Mann. Ja. Hoch, 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 hoch. Jetzt nach unten gucken und hoffen, dass ich hier irgendwo was sehe. Ja, können wir halt aussteigen. Also auf 400 Meter Tiefe sollte ich angeblich was finden. Problem ist, dass mein Sauerstoff das wahrscheinlich nicht hart so mitmacht, wie ich das will. Was bist du? Ah, auch nicht das, was ich suche. Wir sollten wieder nach oben. Das Ding ist immer noch aus. Ich hatte gerade gewechselt. 30 seconds. Habe ich so viele leere Batterien dabei? Boah! Knappe Raiffeisenbahn. Ja, okay, Leute. Bauen wir uns halt erstmal unsere Basis. Den Schneider. Will ich zwar ganz gerne haben, aber sterben ist es mir jetzt gerade nicht so wert, wenn ihr versteht, was ich meine. Komm schon. What is that? Was war das? Okay. Wir beruhigen uns mal wieder. Kupfer? Boah, es wird wieder so ein scheiß knappes Ding.
Was ist das? Lithium. Okay. Leider weiß ich nicht unbedingt, wie Diamanten ausschauen, deswegen. Titan, okay. Warme Sauerstoff, kurze Fix. Naja, komm. Sauerstoff nachtanken. Sauerstoff ist voll, wieder rein. Schon. Versuchen das jetzt, Leute. Wir versuchen das jetzt. Komm. Und wenn es mir mein Leben kosten sollte. Ja, okay. Da ist es nicht. Was bist du? Falsche Belagerung. Ja, okay. Ja, okay, Leute. Wir bauen uns fürs Erste nur unsere Basis heute. Es tut mir leid, ich wollte ganz gerne den Schneider holen, aber mir ist es ja auch nicht wert, dass ich jetzt dauerhaft drauf gehe. Weil ich versuche. Wo ist denn Dad? Ach du Heilige mit dem Wasserstauch. Ob wir vielleicht ein paar Teile sind? Was wir abscannen können? Können wir ganz kurz gucken. Ganz kurz nur gucken, Leute. Nur gucken und scannen, natürlich. So. Was ist denn? Bist du vielleicht das, was ich brauche? Nein, das ist Gold. Ich habe auf jeden Fall irgendwas zu scannen. Ich möchte hier wieder raus. Hallo, danke. So, mal gucken. Hätte man fast übersehen, Leute. Ja, ein bisschen hoch. Wir brauchen unbedingt dieses Upgrade, unbedingt. Da gibt es keine Wenn und kein Aber. Hier scheint nichts mehr zu abscannen zu sein. Behoffe ich mal. Dann heißt es erstmal ab zum Motti und weg hier. Okay, aber vorher noch Motti reparieren. Wird wichtiger sein, weil wenn die Mutti kaputt ist, dann habe ich kaputte Motti und ich mögen das gar nicht, wenn kaputte Motti ist. Es ist hier schon tiefste Dunkelheit und ich sehe nicht mal Hand vor Auge. Was ist denn das? Achso, das ist das komische friedliche Viech, was ich zum Glück froh bin, dass das friedlich ist, weil es gibt davon echt viele. Gehen wir mal lieber aus dem Dunkeln raus hier. Wir ignorieren das Geräusch hinter uns, okay?
Geht mal weg mit eurer Flüssigkeit die ganze Zeit. In die Richtung davon weggehen, weil das erwartet uns nur Kummer und Leid. Kaputt gemacht. Sodale. Ich würde mal sagen, ich suche mir jetzt eine schöne Stelle aus, wo ich mein kleines Revier bauen kann. Ich überlege es mir vielleicht sogar hier bei einem Abgrund zu bauen. Ich möchte es ganz gerne weiter nach unten haben. Geht das? Danke. Hallo? Leid in die Luft. Ein bisschen weiter runter. Ja, so ab. Ey. Schwebt halt ein bisschen in der Luft, aber egal. Hauptsache, wir können jetzt halt schon mal die ersten. Boah, alter Titan. Hoho. Jetzt wird es ein bisschen lustig. Ein bisschen mehr Titanfarm. Alter Titan haben wir hier so gut wie an jeder Ecke. Also wird das das allerkleinste Problem sein, was wir hier in diesem Game jemals haben werden. Also Probleme sind die hier. Da können wir nochmal hingehen und dann später nochmal holen. Hier gerade meine Flüssigkeit geflöten. Ich lasse mich, glaube ich, einfach ganz kurz mal sterben, weil. Ja, ist ja nicht so schlimm, wir stehen hier direkt. Dann muss ich jetzt nicht unbedingt. Tausendmal weg und tausendmal hin und tausendmal weg. Ihr versteht, was ich meine? Ja, beruhig dich, ist alles okay. Wir sterben schon nicht so schnell. Gut ist, hier haben wir auch Pyrrha schon, das heißt, ja, wir verrecken sowieso. Haben wir auch Pyrrha schon, dann geht das. So, umdrehen, rumdrehen, daher. Aha, es gibt ein Element Glas, okay. Pyrrhischer Zahn, oh je. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich hab's gerade vergessen. Genau, mal gucken, was wir so herstellen. Können wir es jetzt herstellen, was ich herstellen wollte, oder? Nö, leider nicht. Uns fehlt noch ein einziges, aber das ist ja kein Problem. Aber heute wird unsere schöne Basis gebaut. Unsere Basis. Können wir nämlich endlich auch mal was anderes machen, außer die ganze Zeit doch mal rumstehen und nichts machen. Werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Komm, nehme ich mal mit. Das habe ich ja alles ja immer so schön hergedroppt, Leute. So, aber jetzt, komm. So, ich möchte das ganz gerne. Kann man das nicht mittig platzieren? Geht das nicht? Ne? Ja, okay, dann. Ey. Platziere es halt so. Wenn es nicht anders geht, dann muss es halt eben so platziert werden. So. Jetzt brauchen wir noch eine Luke. Eine Luke, 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 Luke. Ja, was ist jetzt los? Was fehlt uns? Titan. Fehlt uns, okay.
Das, was wir vorher so ein Übermaß hatten, wo ich mir gedacht habe, können wir mal bitte aufhören, ich habe genügend Titan, aber nö. Nö, nö, nö. Das brauche ich jetzt en masse. Genau das, was ich die ganze Zeit wegwerfe, das brauche ich jetzt ohne Ende. Quarz kann man auch noch mitnehmen, wenn wir gerade schon hier unten sind. Da Schrott, da kriegt man auch Titan raus. Wenn man es hier oben schmilzt oder wie auch immer man das nehmen soll. Ah, ich habe doch bestimmt auch noch Titan hier in der Ecke drin. Wenn es mich nicht recht heischt, oder? Da haben wir doch bestimmt auch Titan drin. Ja, ich habe das Ding direkt gerade in der Fresse, egal. Ein Ding für Titan oder wie? Krank. Sammel Schrott ein, kriegst du mehr als alles andere. Ja, ich weiß schon, diese Kommandozentrale hier. Okay, Leute. Ich sehe schon, unsere Zeit geht langsam wieder flöten, aber das mache ich jetzt noch ganz kurz fertig. So. Jetzt halt noch gucken, weil wir brauchen auch irgendwie Solar. Quarz, Kupfer, okay, Quarz und Kupfer. Quarz finden wir ganz schnell. Kupfer, das ist wieder so eine Sache. Aber ihr wisst ja, ich und Quarz vertragt, ich und Kupfer vertragen uns nicht so. Da kommen wir wieder nicht durch. Hey, was ist das hier? Kupfer, oder? Ja, Kupfer. Irgend so ein Bombenviech, was uns wieder am Arsch hängt. Batz. Gleich noch mehr eins. Quarz, kein Problem, aber Kupfer. Wie brauchen wir noch? Kann man herstellen, kann man das herstellen? Wie schaut's aus? Kann man herstellen, gut. Weil dann ersparen wir uns schon mal einen Haufen Energie, was wir brauchen werden. Zwar sind diese Solardinger jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn man Energie haben will, aber hey, es geht schon mal ein bisschen. Ich hoffe, das reicht, um diese kleine Basis. Luke. Energie. Energie funktioniert. Wir haben Energie. Maximale Energie. So, ne, haben wir leider nicht maximal, aber egal. Das wird sich hoffentlich aufladen, dezent. Und wir werden hier ein bisschen hoffen, dass das noch geht. Können wir noch jetzt Nummer 1 herstellen? Ist das möglich? Nein, ist leider nicht möglich. Ich hoffe, wir können mal mit diesen einen ausharren. So, was haben wir denn noch so? Hier. Schrott. Wandspind. Brauchen wir auf jeden Fall mal. So ein paar Spinde hier. Quarz und Titan. Und dafür brauchen wir bloß Titan. Aquarium werden wir uns auch noch herstellen. Also wir werden uns hier alles herstellen, Leute. Modifikationsstation, die brauche ich auch noch. Und den hier brauche ich auf jeden Fall auch. Okay, wenn wir sagen, stellen wir uns mal ein, zwei Spinde her. Ich hoffe, das strapaziert unser Zeug nicht so sehr. Mit eins. Oh, komm, noch ein bisschen rüber. So. Spind 2. Ja, Spind 3 machen wir auch noch. Leute, wir hauen uns das Ding hier mal ein bisschen voller Spinde. Aber dann können wir mal in Zukunft ein bisschen was farmen offline. Also ich kann in Zukunft ein bisschen was offline farmen gehen. Und hab dann ein bisschen mehr Sparraum, sagen wir es mal so. Da mache ich mir auch noch einen hin. Weil dann müssen wir nicht immer alles wegwerfen und können zwei, drei Schränke voller Titan machen und voller dies und voller das. Einfach mal ein bisschen Zeug sparen. So. Passen nur drei hin. Ja, okay. So. Nein, das wollte ich nicht. Muss ich mal aus der Hand nehmen. So. Spind, Spind, Spind. Spindname, Spind 1. Fertig. Drauf geschissen. Ich brauche keinen Namen für den Spind. Okay. Ja, geht schon. Fertig. So. Gut. Können wir das jetzt lassen? Danke. Ich möchte auf den Spind öffnen.
Cool, also, und hier können wir dann schon mal unser Zeug sparen. Was ist das? Batterien? Oh. So, von daher haben wir auch zwei Stück hergestellt. Also, da können wir zuerst mal unser Zeug reinlagern, was wir nicht brauchen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Wie nachdem. Ich würde mal sagen, zwei Spinde voller Titan, zwei Spinde voller dies, ein paar Spinde voller das. Das wird schon alles funktionieren, hoffe ich mal. Betont auf Hoffen. Zyklopenrumpfteil. Der Zyklop, der schluckt Teile hier. Scannerraum. Brauchen wir noch ein, zwei, drei Teile. Ein Teil sehe ich gerade. Okay, gut. B haben wir auch. Also wir werden demnächst hoffentlich nicht mehr so viele Probleme haben wie vorher. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss machen. Yo, meine lieben Bro, falls euch das gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Yoi. Yo, meine lieben Bro, jetzt sind die 30 Minuten so weit um. Jetzt warten wir auf das Raumschiff, was uns abholen soll oder sonstiges. Wir sehen hier den roten Mond. Man wirklich, der bewegt sich auch, wenn wir uns nicht bewegen, sehe ich gerade. Läuft. 30 Sekunden dauert es noch gleich. Dann hoffen wir mal, dass wir es sehen. Ich habe hier auch schon was entdeckt. Ein riesiges Monolithending. Wo ist es? Ich höre irgendwas. Okay, das Monolithending macht. Das ist ein riesiges Geschütz. Safe Call, das ist doch ein riesiges Geschütz, oder? Ja, Leute. Ich glaube, das hätten wir vorher ausschalten müssen oder so. Survivor, we see you. Man, I don't know Wie, du how kannst you mich held sehen. out down there. Was heißt denn hier? We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? WTF? Nein! What is going on? Nicht euer Ernst, oder? Ich habe gerade meine einzige Möglichkeit, hier runterzukommen, kaputt gemacht. Wirklich? Euer Ernst? Ja, Leute, das war's mit unserer Rettung. Okay, yo, die Zeit ist leider um. Wir sehen uns wieder im nächsten Live-Video. Yo, yo.